anderem Talk. Nun zu diesem Vortrag. Das ist Luke Gottschling. Er steht hier. Und er wird über... Ihr kennt sicherlich alle den Turing-Test. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Aber vielleicht in der Zwischenzeit einige Werkzeuge sind gut genug, um irgendwas zu simulieren. Also gibt es eventuell mehrere, also es gibt vielleicht mehr interessante Fragen, was Intelligenz eigentlich ist. Und dieser Vortrag, die Suche nach allgemeiner künstlicher Intelligenz. Vielen Dank. Ich denke, wir sollten alle einen Preis dafür kriegen, dass wir das Wetter die letzten Tage überstanden haben. Und vielen Dank, dass ihr hier seid. Mein Name ist Luke. Ich verbringe die meiste Zeit damit mit Computern. Und dies ist die Suche nach künstlicher allgemeiner Intelligenz. Und wie definieren wir künstliche Intelligenz? Es gibt keine einzigartige, definitive Definition. Wir können sagen, dass intelligentes Verhalten in Artefakten oder Gegenständen. Rich und Knight sagen, die Studie, die Untersuchung, wie man Computer dazu Dinge machen kann, so dass sie, at the moment, people are better. Und dann gab es noch Benjamin Bratton. Wir möchten die Existenz von AI in Bezug dazu definieren, inwieweit sie die Menschen imitieren können. Und was ist jetzt allgemeine, künstlich intelligent? Eine Definition von Goetzel und Panarchin ist KI-Systeme, die sich selbst verstehen, autonom sind, sich selbst kontrollieren können und in verschiedenen komplexen Problemen, die sie lösen können. Und dieser gesamte Lernprozess ist wirklich fundamental, um künstliche Intelligenz und allgemeine künstliche Intelligenz. Also lass uns das mal auseinandernehmen. Wenn etwas allgemein intelligent ist, was muss es haben? Es muss die Fähigkeit haben, Probleme zu lösen in einer nicht beschränkten Domain, also alle möglichen Kategorien. Und außerdem muss es natürlich auch in bestimmten Gebieten und bestimmten Zusammenhängen mit einer bestimmten Effizienz lösen können. Und es muss wirklich gut sein, das alles zusammenzufassen. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann kann man das, müssen sie dazu fähig sein, das Ganze zu generalisieren, zu verallgemeinern und die Fähigkeit von der Umgebung zu lernen, von anderen intelligenten Systemen und von Lehrern. So dass es immer besser wird im Laufe der Zeit, je mehr es lernt. Und die Fähigkeit, neue Arten von Problemen zu lösen, während es halt mehr Erfahrung sammelt. Das Jahr ist 1950. Alan Turing ist in der Universität von Manchester und er fragte sich, können Maschinen denken? Und es ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Aber bevor er weitergeht, was er den Turing-Test definiert, dann hat er erstmal eine interessante Analogie sich überlegt. Und er hat erstmal sich das Problem überlegt, das Imitationsspiel. Und es wird mit drei Leuten gespielt. Ein Mann, eine Frau und ein Interrogator. Ein Befrager. Und der kann jedes der Geschlechter sein. Der Befrager ist isoliert von den beiden anderen. Und der Interrogator muss, also der Befrager muss Fragen an den Mann und die Frau stellen. Und der Mann und die Frau versuchen beide, sich erstmal darauf zu einigen, wer ist. Also einer von beiden lügt immer und der andere sagt wahrscheinlich immer die Wahrheit. Und das Ziel von dem Befrager ist, herauszufinden, wer der Mann und wer die Frau ist. Und dann wurde daraus der Turing-Test. Und wir fragen uns nun,
was wird passieren, wenn eine Maschine den Teil von A in diesem Spiel nimmt? Wird der Befrager sich falsch entscheiden, wenn das Spiel so gespielt wird? Im Gegensatz zu der Situation, wenn das Spiel mit einem Mann und einer Frau gespielt wird. Das ist natürlich jetzt keine formale mathematische Formulierung für ein formelles Konstrukt. Das Feld der künstlichen Intelligenz hat viel Hype erlebt, aber auch viele Rückschläge über viele Jahrzehnte. Eines der Vorhersagen, die nicht zugetroffen sind, ich glaube, im Jahr 2000 wird es möglich sein, Computer so zu programmieren mit einer Speicherkapazität von 125 Megabyte, sodass der durchschnittliche Befrager keine Chance hat, mehr als 70% die richtige Identifikation zu machen nach 5 Minuten von Befragung. Und das sagte Alan Turing in 1950 und das war eines der ersten fehlgeschlagenen Vorhersagen. Eine andere Herausforderung für generelle Intelligenz ist, der Computer muss halt bestimmte Probleme lösen können, aber er kann zum Beispiel kein Auto fahren. Und dann kamen die 80er und dann hatten wir tatsächlich die ersten autonomen Autos, die selbstständig fahren konnten. Ihr seht wahrscheinlich, dass das Trucks sind. Und das lag daran, dass die ganze Computer-Hardware in das Auto rein musste und das war einfach groß. Und deswegen konnten sie halt keine kleineren Autos verwenden. Und wir sind natürlich weitergekommen als damals. Und wir haben jetzt Autos, die es schaffen, auf normalen Straßen, im normalen Straßenverkehr zu fahren und dabei besser zu sein als normale Menschen, normale Auto. Und sie sind halt komplett autonom. Wir können sie noch nicht kaufen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Autos erhältlich sind. Denn sie werden auf Dauer auch sicherer sein als Autos, die von Menschen gefahren werden. Es kann zum Beispiel sein, dass in manchen Bereichen Computer stärker sind, aber im Schachspiel, da wird das nie so sein. Aber Garry Kasparov hat ja, wie auch wahrscheinlich euch auch bekannt ist, von einem Computer wurde in einem richtigen Match geschlagen. Das war Deep Blue und die Hardware hat einen 120 Megahertz Chips, 84 Megahertz getaktet und hatte 480 VLSI-Chips. Also das entspricht ungefähr 11 iPhones in der Rechenleistung. Also das ist heutzutage nicht mehr so viel. Was ist mit Jeopardy? Also vielleicht können da die Menschen geschlagen werden von einem Computer. Und auch da ist es passiert, das war 2011. Das war Watson. Also auch dieses Problem hat die künstliche Intelligenz gelöst. Wie sieht es aus mit Bilderkennung? Da gab es Fortschritte. Sue und andere haben gezeigt, dass man eine Szene zeigen kann und der Computer erkennt beispielsweise auf dem linken Bild, dass es eine Frau ist, die Frisbee wirft. Aber es ist noch nicht so weit. Auf der rechten Seite sieht man einmal einen Mann, der einen Hut trägt und ein Skateboard. Und unten sieht man, dass ein Mann ein Sandwich isst. Also das ist noch nicht so weit. Ja, dann ist hier das Bild eines Pandas zu sehen. Und der Computer ist sich zu 57,7% sicher, dass es ein Panda ist. Goodfellow und andere haben gezeigt, dass man ein Untergrundrauschen hinzufügen könnte zu diesem Bild. Und wenn man das Rauschen dazufügt, wird aus dem Panda ein anderes Objekt, wie hier gesehen wurde. Also es sieht für uns noch wie ein Panda aus, aber der Computer wird total ausgetrickst und es sieht für ihn aus wie ein Affe. Und da ist er sich zu 99,3% sicher.
Das heißt, hier sind deutlich, es wird deutlich, dass die Menschen noch den Computern überlegen sind. Ja, dann gehen wir jetzt zu den Gehirnen von Tieren. Und gerade vor kurzem haben wir es geschafft, dass wir in das menschliche Gehirn wirklich reinschauen können, in dem Fall in einem Gehirn einer Maus. Und die sind natürlich dem menschlichen Gehirn auch ähnlich. Und hier sieht man ein Axon in blau eingefärbt. Und dann gibt es Dendriten in grün. Und es sind fünf Synapsen, die orange eingefärbt werden. Und wenn man das mal in 100 Milliarden nimmt, dann hat man ja schon ein menschliches Gehirn. Wir zoomen also etwas raus und am Ende des Tages, wenn man dann auf unser Gehirn guckt, dann sieht es eigentlich wie ein großes Durcheinander aus, ein Durcheinander von Molekülen. Und machen wir da auch mal einen Vergleich zwischen einem Computerhirn und einem Menschenhirn. Also Computer haben ungefähr 1 Milliarde Transistoren, während die Menschen 100 Milliarden Neuronen haben. Vom Speicherplatz her haben wir ungefähr 10 hoch 11 Bits RAM und 10 hoch 13 Bits DIS, also Festplattenspeicher. Bei den Menschen haben wir 10 hoch 11 Neuronen. Also wir haben da einen Unterschied. Und wie sieht das aus mit der Rechendauer? Ein Rechenschritt wird in 10 hoch minus 9 Sekunden ausgeführt von einem Computer. Also das ist ein Milliardstel einer Sekunde. Bei einem Menschen ist es ungefähr eine Tausendstel Sekunde. Operation pro Sekunde ist der Mensch deutlich überlegen. Das ist erstaunlich. Mit 10 hoch 17 Operationen pro Sekunde im Vergleich zum Computer, den wir auf 10 hoch 10 pro Sekunde, also Operationen pro Sekunde einschätzen. Ja, also es ist wirklich faszinierend, wie schnell das menschliche Gehirn da ist. Und der Speicher im Gehirn wird mit 10 hoch 10 Updates pro Sekunde im Vergleich zu 10 hoch 14 beim Menschen festgestellt. Ja, können wir also jetzt ein Netzwerk nachbauen mit mehreren menschlichen, mit mehreren tierischen Gehirnen und können dort eben auch Netzwerke wie bei den Computern herstellen. Und dieses Jahr, das ging. Es wurde dieses Jahr gezeigt, dass das funktioniert, also tierische Gehirne miteinander zu verschalten. Dafür haben sie Ratten genommen. Sie haben sie über elektrische Leitung verbunden, die Gehirne der Ratten. Und man konnte dann die Ratten erstmal einmal räumlich trennen, aber dann man konnte sie synchronisieren. Wenn sie nämlich das Gleiche gedacht haben, haben sie alle Wasser bekommen. Und das Faszinierende war, dass wenn man vier Rattengehirne verbunden hatte, dass sie besser funktionieren, um Probleme zu lösen, als ein einzelnes Rattenhirn. Und das ist natürlich schon großartig und sehr überraschend. Sie haben zum Beispiel, bei Wettervorhersagen waren vier Rattengehirne, die verschaltet waren, besser als ein einzelnes Rattenhirn. Also das ist schon interessant. Wie sieht es aus mit den Fragen aus der Wissenschaft? Hier ist eine Frage, die ein 10-Jähriger vielleicht beantworten kann. Also welche Energieform kann ein Eiswürfel zum Schmelzen bringen? Und für uns ist das klar, das ist die Hitze, die Wärme. Und für einen Computer ist die Frage, wie er das beantwortet. Hier ist ein weiteres, also ein weißes Kaninchen, wo ist es am besten geschützt vor Jägern? Und das System muss darüber nachdenken, dass wir ja hier eine relevante Farbe haben, nämlich es ist ein weißes Kaninchen. Und man muss vergleichen mit den Möglichkeiten in der Antwort, wo man eine Tarnung erreichen kann. Und vielleicht das unintelligente Antwort wäre 25%, weil im Endeffekt ist es ja nicht wirklich entscheidbar, aber die Software schafft es, solche Fragen mit immerhin 75% richtig zu beantworten.
Und jetzt gehen wir mal auf eine Aussage von Josh Tannenbaum. Gehen wir auch zu einem anderen Beispiel. Und hier ist eine Frage, ist die Mutter von Boris Vater seine Oma, ja das stimmt, ist die Tochter von Boris Schwester seine Oma? Nein. Ja, die nächste Frage, da kann man Ja zu sagen. Und jetzt kommt eine Frage, die interessant ist. Ist der Sohn von Boris Schwester sein Sohn? Man würde gerne Nein sagen. Aber Boris und seine Familie sind auf einer Wüsteninsel gestrandet, als er ein kleiner Junge war. Jetzt kommt es natürlich darauf an, sind ja noch andere Familien, die noch dort sind. Aber vielleicht wurde er schon irgendwann gerettet im Laufe seines Lebens, bevor wir diese Frage stellen. Und das kommt im Endeffekt auf den Kontext an. Das sind kontextsensitive Fragen hier. Und schauen wir noch auf eine weitere Frage. Ist der Sohn von Boris Frau sein Sohn? Boris ist ein Handelsreisender, der auch mal länger weg ist von zu Hause. Aber eine weitere Information könnte sein, dass er währenddessen seine Frau einsperrt im Keller. Aber seine Frau wiederum ist eben eine großartige Ausbrecherin. Und das kann wieder relevant sein für den Kontext und für die Beantwortung der richtigen Frage. Hier kommt es zu einem Zwischenruf, den ich nicht verstehen kann. Jetzt kommt ein Mikrofon dazu. Ich warte mal noch ab, ob hier noch was Klareres kommt. Also es wurde kritisiert aus dem Publikum, die Art der Fragen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das ist ganz interessant. Also aus dem Publikum wurde gesagt, dass es nicht lustig ist, wenn dabei steht, dass der Handlungsreisende seine Frau im Keller einsperrt. Der Referent fährt fort. Also zurück zum Kontext. Wir haben also einige Fragen gesehen, die sehr einfach für uns zu beantworten sind, aber für Computer nicht leicht zu beantworten sind. Okay, wir wissen sofort, dass es die Trophäe ist, aber für Computer ist es schwer, sowas zu beantworten. Und ähnlich, Berater des Ortes haben sich geweigert, die Demonstration zu erlauben, weil sie Gewalt gefürchtet haben. Wer fürchtet Gewalt? Und dann gibt es die beiden Antworten, die Berater des Bürgermeisters und die Demonstranten. Und es ist schwierig, sowas in die Software hinein zu programmieren. Und Windows und Lee haben ein interessantes Programm entwickelt, wo sie Helpdesk-Unterhaltung, Gespräche aufgenommen, sie untersucht haben und haben geschaut, wie das alles aussieht. Eventuell spricht man nicht zu einer Maschine also man weiß halt nicht, ob man zu einer Maschine spricht. Und dann kommt halt die Nachricht, hallo, das ist so und so von der Hotline, wie kann ich euch helfen? Dann sagt der Mensch, hallo, ich habe mein Passwort vergessen. Und die Maschine sagt dann, oh super. Und hier hat die Maschine halt wirklich einen guten Job gemacht, einen Menschen nachzumachen. Und dann natürlich die Herausforderung, das Ganze, der Anpassung und oder die Herausforderung der Uneindeutigkeit. Hier die Frage, ist Mickey größer als Pluto? Und ist Mars größer als Pluto? Und halt verschiedene Sachen. Wie groß ist Pluto daher? Das habe ich nicht verstanden. Es gibt einen Chatbot, den man fragen kann. Und dann fragt man halt, was ist größer, ein Elefant oder ein Mensch?
Und dann sagt Mizuko, die KI, dann würde er sagen, ich würde sagen, ein Elefant ist ein bisschen größer als eine Person. Und wenn man ihn dann fragt, wie viele Präsidenten von der USA sind heißen Bush? Und dann sagt Mizuko, keine Ahnung, ich bin nicht wirklich mit Politik beschäftigt. Und wenn man ihn fragt, ob Griechenland den Euro verlassen sollte, dann konnte ich den Rest nicht mehr auf den Folien lesen. Wie sieht es mit der Ausbreitung und den Konsequenzen für Privatsphäre aus? Facebooks neue Foto-App wird in Europa nicht erhältlich sein, weil es Gesichtserkennung beinhaltet. Und der Privatsphäre-Aspekt ist eben wichtig. Und wenn künstliche Intelligenz mehr und mehr verbreitet wird, dann ist es relevant, sich damit zu beschäftigen. Und ich denke, es ist interessant und wir werden mehr von diesem Problem in der Zukunft sehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die bösen künstlichen Intelligenzen. Zum Beispiel Stephen Hawking hat halt davor gewarnt. Und was wir mehr fürchten, als eine große Maschine uns töten wird, ist eine, die uns als irrelevant betrachtet. Und die superintelligente Maschine ist eine Maschine, die... Ist das unsere Zukunft? Ich weiß nicht. Wie finden wir heraus, wie gut wir sind, wie nah wir an unserem Ziel sind? Es gibt den umgekehrten Turing-Test, wo anstelle von Personen, die versuchen, ein Computer zu sein, und die Leute versuchen dann halt, den Befrager dazu verleiten zu glauben, dass man selber eine Maschine ist. Dann gibt es den Subject Matter Expert Turing Test von Feigenbaum und den Coffee Test. Kann eine Maschine in ein beliebiges Haus reingehen, die Kaffeemaschine finden und dann alle Schritte durchgehen, um halt Kaffee zu produzieren. Dann gibt es den Ebert-Test. Das ist eher eine Art Witz. Also das ist ein Test, um Witze mit einer künstlichen Intelligenz zu generieren. Die Frage, dann kannst du zum Beispiel sagen, was kriegt man, wenn man einen Port mit gefrorenen Flakes... okay, das war zu schnell. Andere Tests, den Robert University Student Test, kann ein Roboter zur Uni gehen, die ganzen Prüfungen bestehen und dann irgendwann einen Abschluss haben? Oder den Bewerbungstest. Der Test, wo der Computer halt eine Aufgabe übernimmt, die sonst ein Mensch gemacht hat bei einer Arbeitsstelle. Und dann gibt es natürlich noch den totalen Turing-Test, wo es darum geht, irgendwas zu manipulieren. Ja, hier habe ich noch einige weitere Ideen für die Zukunft, die wir im Moment noch nicht können. Die Frage ist, können Menschen beim Aktienhandel geschlagen werden? Man weiß nicht. Könnte ein Computer meine Präsentation von heute für mich halten? Könnte ein Anwalt gegen eine künstliche Intelligenz gewinnen? Oder könnte man das geht wirklich schnell, aber... deswegen überspringe ich das kurz. Könnte ein Computer zum Beispiel die Menschenrechte definieren oder könnte das menschliche Leben einfacher gemacht werden durch Computer? Ich finde es interessant, dass wir darüber nachdenken, über diese perfekten Maschinen. George Dyson hat etwas dazu gesagt. Man sollte gar nicht unbedingt probieren, diese unglaublichen Maschinen zu bauen, sondern Maschinen bauen, die von ihren Fehlern lernen können. Hier ist noch etwas über Bilderkennung nochmal. Das Bild kennt wahrscheinlich jeder aus Star Wars. Und das ist zwar ein. Jetzt kommt das nächste Bild. Das denkt ein Computer, dass sie einen Zementmischer vor sich sehen. Was ist mit dem hier? Was denken Maschine? Das ist ein fliegendes Boot. Für Maschinen. Und ja, da ist der Wookie. Und?
wird als ein jagender Hund erkannt. Und was ist mit diesem hier, einer fliegenden Untertasse? Okay, das ist ein Stealth Bomber für einen Computer. Und hier ist ein Katzenbild zu sehen. Und was sagen Computer dazu? Die sagen, das ist eine Person. Und das war's. Vielen Dank. Okay, Applaus. Wenn... Okay. Hallo, ja. Das war Luke Gottschling. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie an den Mikrofonen stellen. Hier und da. Ich muss mich selbst entschuldigen, weil ich... weil dieser Talk... weil ich vergessen habe zu sagen, dass dieser... Wenn dieser Talk... jetzt lenk mich nicht ab. ja, okay, es ging jetzt um die deutsche Übersetzung. Und das wurde leider nicht angekündigt. Ich hoffe, ihr seid trotzdem am Zuhören. Ich sehe jetzt niemanden für die Fragen. Okay, da kommt jemand. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Viele für diesen Vortrag, also viele dieser Beispiele waren eher sehr enge Aufgaben, sehr spezifische Probleme für künstliche Intelligenz. Und der Talk sollte ja eigentlich über generelle Intelligenz sein. Was für Fortschritte habt ihr da gesehen? Ich denke, IBM's Watson ist da einer der bemerkenswertesten Projekte und man kann ihn halt... Fragen aus der Politik oder solche Sachen wie, ist ein Kind kleiner als ein ausgewachsener Mensch? Solche Fragen kann man halt stellen. Und wir sind derzeit dabei, also sowas wie IBM Watson ist derzeit so, dass was wir am nächsten haben. Aber wir sind immer noch sehr weit davon entfernt, den Coffee-Test zu bestehen. Viel Forschung wird gemacht, um die Sachen zu verbessern. Und es ist einfacher, Verbesserungen in sehr speziellen Domänen zu machen. Oder der Chatbox, wo man beliebige Fragen stellen kann. Und der liefert dann ja trotzdem eine halbwegs brauchbare Antwort zurück. Ja, ich habe eine kleine Frage. Es geht mir um die Rattengehirngeschichte. Ist dieser Test statistisch signifikant? Also war das ein richtiger wissenschaftlicher Test oder war das eher so ein einfacher Test, der... Nein, da kann ich so etwas sagen. Also es ist wirklich so, dass das ein wissenschaftlicher Test war. Wenn du die Slides, die Folien runterladen willst, dann du siehst die Adresse, dann kann man da sehen, dass es ein wirklicher statistisch signifikanter Test war. Vielen Dank. Und die letzte Frage, auch von dem Mikrofon. Ich habe einige Spiele versucht und ich wollte wissen, das Gebiet, das Spielen, Channel Gameplaying, ich weiß nicht, was das ist, was Channel Gameplaying ist. Ach, General Gameplaying. Also eine KI, die Regeln eines Spiels kriegt und dann das Spiel auch selber spielt. Also es kennt das Spiel vorher nicht und dann versucht es die Regeln zu verstehen und dann versucht es das Spiel zu spielen. Und ich denke, das ist ein interessantes Feld innerhalb der künstlichen Intelligenz. Man kann sowas machen mit über Supervised Learning. Es gab da ein Projekt, wo sie Mario gespielt haben, also die KI. Aber da ging es halt darum, dass sie erstmal das Spiel ganz häufig gespielt haben und dann haben sie immer mit
mit Trial and Failure, also mit es gab sehr viele Durchläufe, so dass das Ganze nicht mit den Regeln war, sondern erstmal nur der Computer hat versucht, das zu spielen, und dann hat er immer versucht, es möglichst lange zu überleben und irgendwas zu optimieren. Und sobald das Ganze dann fertig trainiert ist, dann sieht das wirklich so aus, als wenn ein Mensch das Spiel spielen würde. Ja, dann nochmal einen warmen Applaus für unseren Referenten Luke. Es wird applaudiert. Dankeschön.